willkommen hier bei den Berlin Blondes. Heute aus dem Fashion Sale. Ja, das ist nicht der Berliner Fashion Week. Wir sind zu Gast bei Wings, an einem super tollen deutschen Label. Wir treffen ganz viele prominente Leute, werden gleich am Catwalk sitzen und nehmen euch mit Backstage. Ja, da kommt man sonst nämlich nicht hin. Genau. Das ist nur mit uns, eine andere Sache. Okay, okay. Wollt ihr mal schauen? Also, los geht's. So, wir sind jetzt hier im Fashion Cell. Natascha macht noch kurz mal ein paar Fotos. Ja, ich muss mal ohne Fahrer gucken. Das ist also sozusagen das Heiligtum, wo sich alles abspielt. Über 50 Shows finden hier statt. Heute eben Wings. Ganz viele Promis sind da. Christine Neubauer, Alexandra Kamp. Wen habt ihr noch so gesehen? Regina Halmich, Axel Schulz. Ja. Ich habe noch gar keinen gesehen, weil ich habe keine Brille auf heute. Ja. Also es ist eigentlich auch so ein bisschen mit dem Natascha, ich bin's. Ach, du bist es. Tanja. So, wir zeigen euch das mal. Ich begrüße Leute. Ich muss euch begrüßen. Motti! Na, wir sind hier YouTube-mäßig, weißt warte, du? Warte. Hi, schön groß bist du wieder, Jakob. Danke, ich bin schön rot heute. Wo sind die anderen? Jawohl, alles hier. Du bist ja auch in Berlin so ein bisschen Bussi-Bussi-Gesellschaft. Hier mit Tobi Wills und Xenia Seeberg. So. Das ist immer diese Tina trinkt sich schön, ich trinke mich total schön. Genau. Die interessiert unsere Kamera gar nicht. Warum gehen ihr zu Minx? Weil wir Reinhard lieben. Weil wir Eva lieben. Und Eva natürlich auch. Und natürlich. Reinhard auch. Also Entschuldigung. Also kurze Erklärung, Eva ist natürlich die Designerin und Reinhard ist der Chef der Agentur, der das Ganze hier organisiert. Der ist super, oder? Ja. Der ist super nett, echt. Ja. Und ich grüße meine Mama, meine Tante, meinen Bruder und meine Schwester. Ihm steht Minx bestimmt auch gut, das will er jetzt noch nicht zugeben. Aber also Minx ist natürlich Frauenmode, jetzt gehen wir mal irgendwie hier weiter. So. Und wir tragen, das muss ich natürlich gar nicht erwähnen, wir tragen natürlich heute alle Minx. Regina, warum? Was ist denn so schön an Minx? Weil man es einfach im Alltag tragen kann. Eva, die macht tragbare Mode und das finde ich persönlich sehr schön. Ne? Also, und man kann es sich auch leisten, also es ist bezahlbar. Und was ist für dich die Fashion Week? Warum bist du hier immer? Für mich ist es immer so ein bisschen Modezirkus und ich schaue mir das eigentlich immer gerne an, aber ich bin jetzt nicht der Fashion Victim, sondern eigentlich eben, wie gesagt, ehemalige Sportlerin, aber man ist gerne mal dabei. Und gibt ja auch ein paar Klamöttchen umsonst, so tolle Goodie-Bags, oder? Muss man sagen. Also die Promis, die werden von vorne bis hinten gepimpert und verwöhnt. Also mehr geht einfach nicht. Uns geht's nicht so schlecht. Nein, schon. Nein. Jetzt Christine Kaufmann, eine wunderschöne Frau, ganz tolle Schauspielerin. Wie geht es? Danke. Wir filmen hier für unseren Kanal Berlin Blondes. Genau. Und wir sind ja alle ein bisschen blond. Nein, haben wir ich festgestellt. Bin weiß, aber ich habe das übertrieben. Nein, innen drin haben wir alle das Herz. In uns. Ganz genau, oder? Ein Stück zu groß. Blond im Herzen. Ja, und ja wie genau. Viel, blond wie viele Modefreaks sind Sie? So viel wie mein Körper. Naja, ich finde das schon sehr stylisch. Ja, aber jetzt habe ich von Minx, die eben solche weiblichen Körper einzeln bleiben, versteht. Sieht hervorragend aus. Sieht wunderschön aus, ja. Dankeschön. Und der Schmuck ist auch toll. Der ist, glaube ich, ein Kirmes-Schmuck, aber der ist schön. So wie bei mir im linken Ohr. Nein, Moment. Zu Hause. Das ist dein linkes Ohr. Ich habe auch Kirmes-Schmuck. Nein, zu Hause habe ich echten Schmuck. Ich bin eigentlich eine Piratin. Also wenn ich meinen Schmuckkasten aufmache, dann kriege ich auch so ein gieriges Funkeln im Auge über meinen eigenen Schmuck. Aber ich habe echt nur Enkel. Ich weiß ja. Ich sag mal von vorne. Also, hier wird gerade... Hast du hier angemacht? Ja. Hier wird sich gerade ausgetauscht, wie das Augen-Make-up geworden ist. Genau. Und es ist sozusagen ein kleines Battle entstanden, weil beide waren bei MAC. Aber, genau. Und auch Tanja. Ja.
ein bisschen. Und Tanjas Augen-Make-up ist eindeutig das Schönere. Ja, sieht ganz toll aus. Ja. Ja. Kerstin, was passt denn bei dir zusammen? Warum bist du heute hier? Ich bin heute hier, um mir tolle Klamotten anzugucken, um liebe Leute wie euch zu treffen. Und erstaunlicherweise bekomme ich seit gestern ständig Anti-Faltengetränke geschenkt. Soll das eine Anspielung sein? Ich krieg die nicht. Sollen wir das auch? Nein! Das ist Champagner. Die Frage ist natürlich, machst du gleich Yoga, während du in der ersten Reihe sitzt? Natürlich, ich werde mir die Show im Kopfstand angucken. So, ihr Lieben, wir gehen jetzt ins Zelt. Es wird jetzt gleich aufgemacht und wir sind in der First Row. Wow! Und nehmen euch natürlich mit. Was ganz Besonderes. Ja. Und wir werden jetzt der Designerin Eva Lutz gratulieren. Gratulieren für ihre tolle Kollektion, die wir gerade gesehen haben. Und hier rasten gerade ganz viele Promis rein. Barbara Becker, Rosa Macabre, Katja Flint. Genau, die Meise, die sind jetzt alle plötzlich hier. Das ist so ein bisschen Meet and Greet für Promis. Ja. Aber nur, wenn es gut gelaufen ist. Wollen jetzt natürlich auch mal gratulieren. Wir kommen gar nicht ran an die Designer. Schräg gegenüber von beiden hat er dich gesehen. Wir haben da unseren YouTube-Kanal. Ah, wow, was ist das? Das ist eine Kamera? Hey! Danke, wir sind dran. Wer hält? Okay. Tschüssi! Wo ist Regina? Sie sind jetzt bei Eva. Nein! Gibt's denn Regina umsonst? Oh, wie toll! Tschüssi! Danke, Barbara! So viele geküsst! Ja. Jetzt erstmal gratulieren. Oh, herrlich, die Eva ist im Glück. Unsere Designerin hier macht uns übrigens demnächst ein Einheitsoutfit, aber natürlich richtig schick. Ja, sehr schön sogar. Also vor der Show ist nach der Show. Das heißt, tschüss und gleich wieder hallo. Ja, wir gehen jetzt nämlich zum nächsten Event, weil Fashion Week dauert ja 4 Tage. Das heißt, die 50 Shows schaffen wir nicht, aber viel umziehen, viel schminken, viel Leute treffen, ja, viele Designer. Spaß haben, ja. Ja, also Arbeit ist ja auch vergnügt, aber ist auch nicht unanstrengend. Ne? Nee, es ist schon manchmal so, wenn man so anstrengende Männer dabei hat, hier wie Marc, ist ja schon schön. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt Bock hattet, mit uns ein bisschen Backstage zu laufen und so eine Fashion Week, eine Fashion Show mal von A bis Z zu begleiten. Und wenn ihr Lust habt, dass wir das öfter machen, also ein Event von A bis Z, dann schreibt uns das am besten in die Kommentare. Wir würden uns sehr darüber freuen. Genau, und die nächste Überraschung ist, es ist ja bald soweit, ne? Also da sind wir wieder auf dem Sonntag. Genau, ja. Und dann vielleicht mit einer Überraschung. Ja, genau. Wir sind alle drei schwanger. Ihr findet uns übrigens auch auf Facebook. Ciao! Entschuldigen Sie, hätten Sie Lust, bei mir zu Hause auch einmal sauber zu machen? Soll ich mal einen fegen? Oder soll ich mal ein paar Puppen? Ja, bitte. Wollen wir mal. Warte mal, hier hat der Marc gesessen, der hat immer so direkt unter den Füßen. Tschüss.